Hallo und wie schön, dass du wieder eine neue Videos anschaust. Ich werde diese Video so gut wie möglich übersetzen. Ich bin Kalein Zuckers und ich bringe dir alles über das Blumenbinden bei. Heute werden wir mit Blumenzwiebeln arbeiten. Blumenzwiebeln können auf viele verschiedene Arten verwendet werden. Gefällt Ihnen das? Dann geben Sie Ihnen einen Daumen nach oben und dann machen Sie sich an die Arbeit. Möchten Sie dieses Paket bestellen? Unten in die Beschreibung finden Sie einen Link, über den Sie das komplette Paket bestellen können. Oder gehen Sie auf www.uonlineblumist.nl. Wir liefern auch nach Deutschland. Wie Sie sehen können, habe ich hier eine schöne Holzplanke. Wir werden die Blumenzwiebeln davor verwenden. Zunächst wird die gesamte Blumenerde entfernt. Dann spülen wir die Wurzeln unter dem Wasserhahn sauber. Die Blumenzwiebeln sind gut gereinigt worden. Es ist also an der Zeit, mit der Dekoration zu beginnen. Wir verteilen die Blumenzwiebeln auf dem Brett. Dazwischen legen wir das Moos. Sie können das Moos in Stücke zerteilen. Wenn das Moos ausgetrocknet ist, kannst du es in eine Schale mit Wasser legen. Ich habe die Amaryllis in die Mitte gestellt, um dem Blumenarrangement Volumen zu verleihen. Dort habe ich den Rest der Materialien untergebracht. Dann sichere ich alles mit einem Seil. Jetzt ist alles geregelt. Sie können nun weitere Dekoration hinzufügen. Und dann haben wir ein sehr schönes Blumenarrangement. Dieses Blumenarrangement ist nicht schwer zu machen, aber es ist sehr schön. Wenn dir dieses Video gefällt, gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Sie können dieses Paket unter www.uonlineblumist.nl bestellen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!